So, jetzt ist es 12:30 und damit willkommen zu diesem Video. Heute geht's los zur großen Fahrradtour. Ich schätze mal so 60 Kilometer quer durch die Mitte und den Nordteil der Insel. So, da kann ich euch gleich nochmal eine Geschichte erzählen. Und zwar musste ich gestern in Dresden-Neustadt umsteigen und habe es nicht geschafft, weil so viele Fahrräder drin waren, dass ich nicht rauskam. Da musste ich bis Dresden-Mitte weiterfahren und dann innerhalb von 10 Minuten oder so mit dem Fahrrad durch die halbe Innenstadt zurück zum Dresden-Neustädter Bahnhof, um meinen Intercity zu kriegen. Es war so schlimm. Aber ich habe ihn noch geschafft und ja, war froh, dass ich den Weg gefunden habe, dort zurück mit dem Fahrrad. Sonst hätte ich den Zug nicht geschafft und dann 7,5 Stunden in dem Zug. Ja, es war eigentlich ganz gut. Den Ort hatte ich letztens nicht geschafft. Gerade eben hat noch die Sonne geschienen. Bei diesen urplötzlich auftretenden Regenschauern kann man sich nur noch unter den nächsten Strauch oder Busch oder Baum flüchten. Hier sind so schöne Reetdachhäuser. Und da bauen die Leute einfach auch solche Häuser daneben. Wieder Dilemma. So, diese Straße hier und der Weg, der Fahrradweg, waren vor 4 Wochen in der Tat noch nicht fertig. Die waren ja noch alle gesperrt, da konnte man noch gar nicht lang fahren. Das ist jetzt, trifft sich sehr gut. Dort habe ich vor 3 Jahren schon mal gefilmt und fotografiert. Wenn ihr das Video von vor 3 Jahren, 2014, anguckt von Sylt, dann vielleicht sind das dieselben Pferde. Übrigens, wenn auf der Meerseite Flut ist, ist auf der Landseite Ebbe. Brombeeren. Nom 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 nom. Ich kenne hier eine geheime Geheimstelle. Was ist das denn? Ups. Und noch mehr Brombeeren. Hier ist gerade eine Kunstausstellung. Vor 3 Jahren war da noch was anderes. Alter Leute, die Hörner. Ich kann das Ende von den Hörnern nicht sehen. Krass.
Hier ist List, Ortsteil Süderheidetal und List, Ortsteil Westerheide. Das sieht so schön aus, hä? Eine Raupe bei der Straßenüberquerung. Geh schnell von der Straße runter. Ja, geschafft. Hier kann man kaputt. Scheiße, meine Bremsen. Ah, nee, doch, die Bremse geht noch. Ein R8 darf ja natürlich nicht fehlen. Gefunden.